Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Tavern Tycoon. Wir sind im vorletzten Level und das ist ein bekanntes Level. Das war, wie ihr letzte Folge vielleicht gesehen habt, komplett anders strukturiert. Ziemlich Mist war es, ganz offen gesagt. Ja, wir haben jetzt hier schon ein bisschen umgeräumt, den Platz soweit fast ausgeschöpft, bis auf diese kleine Ecke. Da könnten wir vielleicht noch den ein oder anderen Tisch hinstellen. Oder ein bisschen Dekoration. Ich glaube sowieso, es wäre ein bisschen Dekoration mal angebracht. Wo können wir denn noch ein bisschen ein Blümelein hinstellen? Hier in diese Sackgasse zum Beispiel passt auch wunderbar eins hin. Und da. So, Inspektion ist fertig. Naja, Interieur ist die schlechteste Wertung. Aber einige Reputation-Punkte konnten wir gut machen, das finde ich sehr schön. Ich warte jetzt alle auf den Reception Desk, dann... So, kriegt ihr denn auch alle ein Zimmer? Ja, ich hoffe mal, dass es reichen wird. Kriegen wir hier noch so einen ganz kleinen Shared Guest Room hin? Warte mal. Nee, passt nicht. Schade. Und eine Lohnerhöhung sollst du haben. Ja, finanziell läuft's. Finde ich schön. Das einzige Problem, wenn man so will, ist einfach, dass wir noch gar kein Rezept auf der Karte haben und noch keine und hier in dieser Mission scheinbar überhaupt keine Handelsangebote kriegen. Gut, und dass wir jetzt vielleicht ein bisschen uns verkalkuliert haben, was die Anzahl der Gästezimmer angeht. Hier kriegen wir auch keins mehr hin. Ah, ey, hätte ich ein... Nee, das hätte auch nicht so gut, weil hier vor der Tür kann man ja nicht bauen. Na gut, egal. Dann ist es halt so. Wir könnten hier natürlich noch ein Gästezimmer hinmachen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Woanders, ich glaube fast gar nicht, dass es die normalen Gästezimmer sind, die so belegt sind, oder? Die wollen alle eher in den Shared Guest Room, habe ich so das Gefühl. Wenn ich dann jetzt einfach hier... Ich habe eine Idee, ich mache zwei Zimmer weg. Das hier und das. Und dafür mache ich hier noch einen Shared Guest Room hin, in der Hoffnung, dass das passt. Jawohl, das passt. Den jetzt hier noch runter? Nein, das passt natürlich nicht. Oh. Nun gut, dann müssen wir halt... Haben wir halt hier nur zwei Betten. Es sei denn, wartet mal. Können wir noch so eins? Nee, passt nicht. Nee, gut, dann ist es so. Also ich hoffe, ich habe das jetzt auch, ja, da geht der nächste Shared Guest Room. Okay, ich glaube, das habe ich einigermaßen richtig eingeschätzt. Gott sei Dank, ein neues Rezept ist fertig. Und wir gönnen uns mal, dass ja finanziell sowieso mehr als gut läuft, einen weiteren Handyman. So, warte mal, da haben wir doch wieder ein guter Schlossgespenst. Und ich glaube, wir haben zwar einen kleinen Rückstau bei den... Oh, ich könnte auch noch eine Bartheke machen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Komm, wisst ihr was? Nutzen wir den Raum hier mit einer Bartheke. So, du darfst natürlich gerne vorbeikommen. Long time no see. Ja, komm, machen wir mal. So, du willst. Wir wollen tatsächlich alle den Shared Guest Room. Unglaublich. Blöd ist natürlich, wenn jetzt irgendwer, der auf die Rezeption wartet, die hinten rumlungert, und der braucht dann natürlich Ewigkeiten.
Ja, komm, 6 Knights holen wir uns mal dazu. Also langsam geht das auch mit dem Rückstau hier. Ja, war definitiv die richtige Entscheidung, denke ich, noch ein Shared Guest Room hier zu machen. Auch wenn das Interieur jetzt noch schlechter ist als vorher, obwohl ich mehr Blümelein stehen habe. Gut, wenn der Herr meint. So, den einen Mage und die zwei Locals können wir uns auch mal dazu holen. So, wie schaut's denn aus? Im Oktober. Sehr gut schaut's aus. Wunderbar, da kommt doch Freude auf. Wobei, wisst ihr was? Ich schmeiß mal ganz kurz die Leute raus, die auf dem Gästezimmer warten. So. Hat mich jetzt ein bisschen Reputation gekostet, ist aber nicht schlimm, denn hier haben wir wieder unsere kleinen Blagen. Das ein bisschen kompensieren. Du wirst mal bitte repariert. Du siehst nämlich schon grottig aus. Was macht denn die Forschung? Braucht leider noch ein bisschen. Ja komm, die Theken sind gerade so leer, da kommen uns auch mal 3 Knights. Und wie viele Rogues haben wir hier? Oh, 6 ist jetzt ein bisschen arg viel. Ja komm, holen wir sie 5 Rogues, ist immerhin einer weniger. Also an der Bartheke kriegen wir das ja ohne weiteres abgefrühstückt, das ist ja nicht das Ding. Beim Essen, ja, da muss man sowieso gucken, wie wir das hinbekommen mit dem, mit den neuen Rezepten, die wir hoffentlich bald mal entwickeln. Ich muss sagen, das ist ein extremst einfaches Level, weil wir haben so verdammt viel Startkapital gehabt, dass wir direkt alle Räume bauen konnten. Ich meine, wir waren ja noch nie unter 50.000 in diesem Level hier. Dürfte entsprechend relativ schnell gehen, weil sobald die Reputation voll ist, haben wir es. Ein weiteres neues Rezept, sehr gut. Und 2 Mages, die können wir uns mal direkt reinholen. Eine Gruppe Warriors, die noch hier hin will, sehr schön. Aber da warten wir noch einen kleinen Moment. So, wieder erwischt. Oh, warte mal, warum hat der denn jetzt eine minus 30 hinterlassen? Wahrscheinlich. Ja, geil. Hat nur plus. Steht zumindest nichts, dass sein Essen nicht geliefert wurde oder so. Und trotzdem 30 miese bei der Reputation. Oh, 34 plus. Sehr schön. Da kommt die Freude auf. Die beiden lassen 20 da. Ja, Leute, ich glaube, diese Folge könnten wir es schon schaffen. Deswegen lasse ich das Tempo mal jetzt ein bisschen langsamer laufen. Und da wir uns um Geld ja nicht scheren müssen, platzieren wir noch ein paar Blümeleinchen. Da, wo sie nicht weiter stören. Und nur ein bisschen dekorativen Charakter haben. Und das Jahr ist zu Ende. Way! Und wir leuchten wieder grün. Sehr schön. Natürlich die wertvollste Taverne. Bei dem Rest, ja, lustigerweise nirgendwo, wie immer. Ja, du kriegst deine Lohnerhöhung. So, wie sieht denn die Abrechnung aus? Auch wieder wunderbar. Sehr schön. Weiß nicht, was diese Sterne hier anzeigen sollen. Ob das eben eine tiefere Bewandtnis hat, das sieht nicht danach aus. Ich will mal kurz wieder ein bisschen hoch. Mal schauen, wir werden ja noch einige Gäste verprellen müssen. Aber jetzt haben wir gerade so ziemlich Leerlauf, deswegen... Holen wir uns mal 7 Knights und 6 Rogues rein. Wird uns sonst hier etwas zu leer?
Ja, komm, ey, den einen können wir auch schon mal reinholen. Macht ja den Kohlenisch fett, ne? Mein Gott, so viele Plus. Sehr schön. Alter, ey, wir haben es ja wirklich gleich schon geschafft. Vielleicht sollte ich doch das Tempo mal drosseln. Du wirst mal eben ersetzt. Die Leute sind einfach zu glücklich in meiner kleinen Spelunke. Mein Gott, da komme ich dem letzten Level ja schneller näher, als ich ursprünglich gedacht habe. Ja gut, wenn es einmal läuft, dann läuft's, ne? Das ist immer so eine Sache. So, warte mal. Hier dauert mir das viel zu lange. Deswegen gönnen wir uns mal ein paar weitere Maiden. Weil ja zwei hauptsächlich vorrangig am Forschen sind. So, jetzt kriegen wir die hoffentlich mal ein bisschen schneller abgefrühstückt. Und ja, natürlich darfst du vorbeikommen. Kick. Auch erwischt. Ich glaube, ich sollte echt das Tempo nicht mehr hochdrehen, weil sonst werde ich vor Ende, vor eigentlich geplantem Ende dieser Folge schon fertig mit diesem Level. So, stattdessen stellen wir uns noch einen Handyman ein. Fine day, isn't it? Damit es hier auch schön sauber bleibt. Ja, und die Contracts, die gibt's, wurden scheinbar abgeschaltet, weil die Baden ja jetzt einfach so reinkommen und trinken und feiern. Das ist okay, kann man machen. So, Lord Hämmchen ist auch schon da. Ach, verdammt, ihr seid einfach alle viel zu glücklich hier. Haben wir noch eine Gruppe Mages, die wir reinholen können? Nee, gerade lustigerweise nicht. Holen wir uns halt ein paar Locals, auch kein Ding. Ach, das ist schön, wenn man so langsam auch mal genug Gäste hat, deren Mahlzeit man zubereiten kann. Ein bisschen dauert, obwohl wir nur 4 haben, wohlgemerkt. Na, du wirst nicht vertröstet werden können. Also du wirst vertröstet werden müssen, so meine ich, Entschuldigung. Wie groß ist denn die Gruppe? Das waren 6 Stück. 810. Ja, ich glaube, ich werde doch relativ schnell fertig hier. So, 3 Warriors haben wir uns auch ein, die 8. Und wisst ihr was, dann drücken wir mal unsere Zeit ein bisschen nach unten. Weil wenn die ein bisschen Wartezeit haben, werden die sicherlich grummelig werden. Und ein bisschen negativer bewerten. Sonst haben wir das ja viel zu schnell schon geschafft. Weil wir müssen ja auch nur 25.000 haben und was bei 100 oder 110.000 Startkapital, wie viel wir hatten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel das war. Nicht so die Kunst ist, zumal ja schon ein bisschen Infrastruktur stand, was wir auch weiterhin verwendet haben. Und wie gesagt, ein sehr einfaches Level. Ich bereue fast ein bisschen, dass ich es nur auf normal gemacht habe. Aber nur fast. Ist mir lieber, als wenn ich dann wieder so die ganze Zeit eine Gratwanderung habe zwischen 0 und 100 Reputation und dann immer Puls kriege, sobald einer mit einer minus 30 weggeht oder so. Von daher hat es alles seine Vor- und Nachteile, ne? Und wieder 34 plus, mein Land ist einfach zu gut. So, die müsste ich vielleicht bei Gelegenheit auch mal austauschen. Das ist übrigens was, das habe ich in der Grundversion sehr vermisst, dass man nicht diese Info hatte. So, pass auf, wenn du das reparierst, dann, also das hat sich da, war da nicht so offensichtlich wie hier. Weil hier sieht man ja, jetzt hat er 45, aber nur von 64 möglichen Prozent. Das hat halt vorher in der Grundversion gefehlt. Deswegen hatte ich mir das nicht so direkt erschließen können, von wegen, dass das daran liegt, dass man die einfach mal komplett hier und hin und wieder ersetzen muss. Mal abgesehen davon, dass in der Grundversion sowieso die finanziellen Verhältnisse, ich meine, ein Tisch kostet weiterhin 480 wie in der Grundversion.
Aber hier ist der Standardpreis für ein Zimmer 600 und nicht 100 und für Likör 60 und nicht 10. Also da irgendwie so die Geldverhältnisse, weiß nicht, ob das nur so ein erster Versuch war und dann einfach länger nicht dran geschraubt wurde. Wobei ich nicht weiß, wo die Grundversion momentan steht und was aus dem Developers-Bild in die Grundversion schon übernommen wurde und was nicht. Deswegen, ne, da lehne ich mich jetzt durchaus ein bisschen aus dem Fenster. Ich hoffe, ihr werdet mir deswegen nicht gleich den Kopf abpacken. Oder hat einer eine minus 18 da gelassen, weil wir sein Essen nicht hatten. Ja, guck. Mal wieder ein bisschen nach unten gedrückt. 11 Rows, mein Gott. Wieder eine plus 20, schlimm. 860, ja, hier wieder jede Menge Positives. Was nü? Ein neues Menü, sehr schön, der Rabbit Stew ist fertig. Und wisst ihr was, ich hole jetzt einfach alles rein. Was soll der Geiz? Wir haben das ja doch schon sowieso so gut wie geschafft. Ja, komm. Ganz ehrlich, wenn die Folge 2 Minuten kürzer ist, hast du mich hoffentlich nicht. Weil jetzt, Hand aufs Herz, es wird nicht mehr viel passieren. Es sei denn, ich habe Pinkel jetzt so sehr allen ans Bein, dadurch, dass ich jetzt den Laden so voll laufen lasse. Aber ich glaube nicht, wir sind schon bei 927. Ich glaube eher, wir haben es gleich schon geschafft. So, mit dir erst recht. 965. 77. Und das war's gleich. Jeden Moment. Tausend. So, und warum habe ich jetzt das noch nicht geschafft? 85.000 Tavern Value. Ah, Moment. 990, da ist gerade wieder einer gesunken. Bäh. Ja, bitte komm vorbei. Und da haben wir es geschafft, geht drauf. Wunderbar, Level geschafft. Es war auch sehr einfach, muss man gestehen. Okay, ihr Lieben, beim nächsten Mal wird es dann schon das letzte Level geben. Ich bin gespannt, wie das wird und ich hoffe natürlich, dass ihr dabei seid. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.